der letzten Episode. So macht man das doch mit alten Leuten, oder? Was? Also das ist nur die Musik. Helfer. In Behälter packen, Ofen. Die Butter ebenso. Ja, okay. Ja, okay. Wir sind halt Kochprofi. Was willst du da machen? Einschalten. So, dann schauen wir uns das mal an, was jetzt passiert. Was passiert mit der Butter? Sie wird rot. Okay, wir haben ein Stück rote Butter. Und so geht's weiter. Hm? Ah. Herzlich willkommen bei Project Zomboid in Episode 27. Wir müssen mal wieder einen neuen Charakter erstellen. Was fortsetzen bedeutet. Was nicht wirklich fortsetzen ist, aber in gewisser Art und Weise ja schon. Ja, wir hatten in der letzten Folge sehr ungeil, sehr viel Pech, dafür aber kein Glück. Ich meine, das gleicht sich dann auf eine gewisse Art und Weise schon wieder aus. Ich würde jetzt nicht wieder Analphabet nehmen. Das war nicht so cool. Arbeitslos? Ich weiß ja nicht, arbeitslos. Was können wir denn mal machen? Was ist denn am geschicktesten? Schlosser, kann schweißen, okay. Kann Fallen und Sprengstoff herstellen, damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Instandhaltung kochen, kurze Klingenwaffe. Das klingt wieder fast nach mir. Fitness und Sprinten heißt direkt instant minus 6 Punkte. Das ist natürlich nicht so gut. Ernährungswissenschaftler. Ach so, ich kann dann... Ah, das ist eine minus 10. Ach so, okay, nee, dann nicht. Was ist denn mit... Nee, das ist minus 4. Minus 2 sind es als Krankenpfleger. Humanmedizin und leichtfüßig, okay. Dann müssen wir noch irgendwo minus 2 feige, kurzsichtig, langsam Leser, schusslig, bewegt Inventargegenstände langsam, tollpatschig, macht mehr Geräusche beim Bewegen. Da ich sowieso nicht das Gefühl habe, dass das, was hatten wir gehabt, anmutig, weniger Geräusche und wir hatten noch irgendwie versteckt oder irgendwie sowas unauffällig, hat nicht wirklich einen Unterschied meiner Meinung nach gemacht. Dann probieren wir das mal mit tollpatschig. Tollpatschiger Baseballspieler als Krankenpfleger. Humanmedizin 100%, also ist dann die Lerngeschwindigkeit, schätze ich mal. Randy Copley. Mhm. Hat er natürlich gleich den passenden Kittel an, das ist klar, der Medizinerkittel. Ja, dann sind wir Randy Copley. Letztes Mal war Aurelia Latimer. Davor war es Sergio Woody, glaube ich. Wer die Namen muss, sollte man sich dann schon merken. So. Okay. Gut. Alles klar. Aber die Hockeyjunge, wir sind zu Hause. Eine Lesebrille. Was hilft die? Die macht nichts, okay? Das ist kein Effekt, oder? Wenn du die anziehst. Ich meine, du siehst schlauer aus. Das muss man dann schon sagen. Aber, hat keinen Effekt. Okay. Nee, machen wir natürlich nicht. Das ist klar. Aber immerhin haben wir schon mal einen Stift. Das ist schon mal nicht schlecht für die Karte. Also ein bisschen rauszoomen. Kann man schon. Okay, wo sind wir jetzt? Ah, okay. Wir sind schon mal in einer Gegend, wo wir schon mal waren. Alles klar. Ich trage zumindest schon mal das Hüsli ein. Hier drüben gibt es Waffen und Kleidung. Wir sind allein, Gott sei Dank. Wir könnten auch wieder lesen. Wir haben wieder einen roten Stift. Auch nicht schlecht. Mal gerade gucken, was sagt. Sieht hell aus. Ja. Machen wir wieder zu. Was hier? Ein Wecker. Ist der ausgeschaltet? Aktuelle Uhrzeit 13.20 Uhr. Ja, den könntest du natürlich mitnehmen. Der ist ausgeschaltet. Da gibt er natürlich auch die Uhrzeit. Ein Schulrucksack, ja, besser als nichts. Auf dem Rücken tragen. Gut. Kabel, Schraubenzieher. Naja. Wir wissen zumindest mal, dass es dann einen Schraubenzieher gibt. Okay. Frischmilch, verderblich. Hunger und Durst hast du momentan nicht. Passt also soweit. Der Dosenöffner kommt direkt wieder mit. Und vielleicht nehmen wir uns schon mal ein Hundefutter mit. Zwei Hundefutter, ja, okay. Kochtopf. Gut, das hätte man zumindest für Wasser. Weinglas, Tasse, leer, Gabel. Das kannst du ja
Ich nehme mir das beides mal. Kannst du das beides mit Wasser befüllen? Alle Tassen leer, alles füllen. Gut. Mache Getränk aus zufällig aus Frischmilch. Ja, das ist bestimmt ein total tolles Getränk. So. Ja, komm, dann gib den Topf her. Dann machen wir halt erstmal viel Wasser. Vielleicht finden wir irgendwann eine Flasche. Dann stellen wir den Topf wieder ab. Hier steht auch irgendwas zu essen. Uiuiui, das ist ja reichlich viel. Drei auf Weg da. Okay, was ist hier auf dem Tisch? Auf dem Herd, verrottet, ungekocht, Stieltopf mit Reis. Das ist natürlich jetzt blöd, aber gut. Halt. Schraubenzieher, ja, dann primär ausrüsten. Wir sind extrem gut ausgerüstet, wie man sieht. Okay, da drüben das Haus, das könnte man mal gucken, ob wir da eventuell die Barrikade entfernen können. Wahrscheinlich geht dann instant eine Alarmanlage an. Abbauen, Rundtisch auf Tür aus Eiche, was? Die Barrikade kannst du nicht abbauen, weil... Ja, weiß nur. Ja, gut. Drinnen geht's auch schon wieder gut ab. Hoodie. Ja, zieht jetzt ihn zumindest schon mal an. Aufsetzen, Kapuze. T-Shirt, Kleidung zu reisen, eines. Mach erstmal nur eines. Wie viel Stoff kriegt man da? Drei. Das ist schon mal besser als nichts. Der andere Zombie hat eine Digitaluhr. Halt, die zieh mal an. Am linken Handgelenk. Hast du das erste an? Genau. Boxershorts, okay, das bringt uns alles nichts. Ja, wir können das nicht abbauen, da fehlt uns irgendwas. Halt, E ist drüber. Ich weiß gar nicht, kommt die raus, wenn das verbarrikadiert ist? Oh. Haben zumindest dieses Fenster eingeschlagen. Und keine Alarmanlage, aber da stehen zwei. Oh, dann lasse ich das mal lieber offen. Halt. Kannst du aufmachen? Ich glaube, wir zerstechen das Fenster. Halt. Nein, komm. Lauf mal raus. Noch eine Armbanduhr, Tanktop, Bloody Sneakers, Jeanshemd. Nimm das auf jeden Fall schon mal mit. Bratpfanne. Macht die mehr Schaden? Wahrscheinlich nicht. Nee, macht nicht mehr Schaden, aber wir können sie mal zumindest Nudelholz. Warte mal, wir nehmen mal den Stieltopf, die Bratpfanne, warte mal, nimm mal die Bratpfanne sekundär ausrüsten. Nee, ich würde sie gerne an den Gürtel anbringen. Geht das? Nee, geht nicht, okay? Doch, Rücken, echt? Ja, okay, das ist mir dann auch egal. Genau, Kochtopf platzieren wir mal. Wir lassen ihn mal hier.
Und füllen, haben wir jetzt die... Haben wir genommen, okay, alles klar. Dann befülle mal den Stieltopf. Der ist ein bisschen leichter, schätze ich mal, oder? 2, genau. Es ist natürlich nicht so viel Wasser dafür, aber da habe ich erstmal nicht so viel Wasser. Was ist hier oben an dem Regal? Leere Becher, naja, und die Tasse. Befülle leeren roten Becher und die Tasse. So. Ich bin mal gespannt. Ja. Was machst du wieder für Hip-Hop hier? Gegenstand platzieren. Ob Wasser, was rumsteht, schlecht wird. So, das ist der Kühlschrank. Da fangen wir gleich mal direkt zu essen an. Bin gespannt, wie viel. Gut, die Zwiebel hinterher. Kann man eigentlich mehr essen, als man satt ist? Mal gucken. Limette. Okay. Und die Tomate, kannst du die auch essen? Kalorienvorrat steigt ja da ein bisschen. Na gut, wir haben natürlich auch nicht so wirklich viel Kalorien, das ist ja klar. Fernseher ist aus, hier liegt auch noch einer. Das ist der mit dem Hausschlüssel, okay. Fernseher antik. Warte mal, das Hundefutter tun wir erstmal in den... Wieso haben wir Faden dabei? Okay, warum auch immer. Was liegt hier? Eine Hose einfach nur. Blatt Papier. Ja gut, das hilft uns nichts. So, ich will gerade mal schauen. Müssen wir irgendwas waschen? Achso, ja, das Jeanshemd, genau. Das hat einiges an Schutz. Das ziehst du mal an. Gut. Das ist auf jeden Fall schon mal besser. Also jetzt hast du den Medizinerkittel. Dann mach den mal kaputt. So, da haben wir jetzt genügend Stoffhetzen auf jeden Fall. Das ist schon mal nicht schlecht. So, das waren die Zombies von hier vorne, alles klar. Da stehen zwar noch 2. Müllsack. Lass mir erstmal. Halt, da wollte ich hin. Eine leere Flasche, das ist schon mal nicht schlecht. Dann kann man den Stieltopf gleich wieder austauschen. Nichts drin, okay. Alarmanlage oder nicht? Er ist verschlossen. Und? Oh, Gott sei Dank. Okay. Das Bad hier ist aber nichts. Halt, wieder raus. Noch eine Zwiebel. Komm, du bist ja so zwiebelgeil. Immerhin, er kann eine Zwiebel essen. Okay, wir setzen jetzt mal den Topf wieder ab. Der bleibt jetzt hier. Und wir befüllen die Wasserflasche. Ah ja, so machst du das, okay. Kilometer weg. Anscheinend ist da sehr großes, sehr hoher Wasserdruck hier. Küchenmesser, naja, das ist fast durch. Oh geil, das sieht ja total lecker aus. Apropos, ah, der Schraubenzieher hält noch ein bisschen. Futter. Dann nehmen wir noch was mit. Essen kann man nie genug haben. Gut, Fernseher Premium Technologies. Was haben wir hier? Schlaftabletten. Die nehmen wir mal mit. Achso, die Tasse ist nur Deko, alles klar. 17.20 Uhr ist es inzwischen. Halt, ich würde gern aufs Regal. Gib mir mal das Regal. Jetzt. Hammer, Säge, Brechstange. Okay, gibt es hier Werkzeuge. Werkzeuge, das hat man doch schon mal gehabt. Das war hier so Schraubenschlüssel. Wo ist er denn? Da. Da gibt es wieder schwarze Gebäude. Das sind, glaube ich, irgendwelche... nicht Industrie, aber... irgendwelche Unternehmen sind das halt. Das ist nur Deko. Okay.
Ach, da stand da unten sind wieder zwei, echt. Schiebt den anderen Zombie weg. Ist ja auch geil, da drüben sitzt noch einer. Gut. Das bringt mir alles nichts. Ah, da kommt gleich der nächste. Dann gucken wir mal, ob das Haus vielleicht sogar frei ist. Was hast du denn auf dem Rücken? Kreolen. Crop top. Okay. Halt, geh mal in die Hocke. Du warst ja schon in der Hocke. Du kannst schon ins Haus gucken, echt. Ja komm, geh mal über den Zaun. Der Hammer. Noch ein Hoodie. Ach du Schande. Mhm. Das sind mir zu viele. Mit zwei kommen wir noch klar. Echt? Das Fenster im Bad ist nicht offen. Ja? Kannst du noch nicht öffnen, okay? Ah ja. Wo ist er hin? Ja, dachte der Junge. Boxershorts mit Herzen, oh ja. Jacke, die ziehe ich mir jetzt nicht an, aber die ist vielleicht interessant mal für später. Nicht schlecht. Viele Türen. Viele rote Stifte. Schmerztabletten. Das ist super. Haarfärbung schwarz. Vitamine. Reduziert deine Müdigkeit. Naja, vielleicht kann man das mal verwenden. So, hier haben wir Bücher. Erste Hilfe Band 1. Wie ist denn eigentlich unsere Fähigkeit? Humanmedizin. Das ist ja wahrscheinlich Erste Hilfe. Nehme ich mal an. Das heißt, das brauchen wir nicht. Das ist der Vorteil, wenn man halt Pfleger ist oder Humanmediziner. Ja, das Messer ist nicht mehr so gut. Da haben wir noch mehr Futter. Gut, Radio ist aus, hervorragend. Was haben wir im Kühlschrank? Gerade Gewürzgurken gegessen. Nehme ich jetzt. Oh, guck mal, für sich. Wir sind die ganzen Kühlschränke leer. Das ist natürlich auch gut. Gut zu kochen, wenn man alles direkt essen kann. Also wirklich wahrhaftig. So, viel besser. Was ist hier vorne noch? Ein Schrank. Klebeband und eine Jacke. Okay. Noch ein Schraubenzieher. Oh, der ist viel besser als den, den wir haben, richtig? Ja. Dann bitte Hälfte nehmen. Genau, die Mitte. Ach so. Hm. Warte mal. Den hätte ich gerne primär ausgerüstet. So. Alles klar. Allgemein, Fernseher Value Tech. 19.20 Uhr. Okay, ich denke, wir bleiben heute mal hier, weil die Sache ist ja auch die, das nächste Interessante wären halt die Gebäude auf der Seite, aber da lagert ja erstmal, also da ist, weiß ich ja nicht, was danach kommt. Gefährlich wenn ungekocht. Langeweile unglücklich. Steak auch, okay. Wir haben aber nur eine Mikrowelle hier. Tja, werde ich garantiert nicht in die Mikrowelle hauen. So, dann waschen wir einfach mal alle Kleidung. Also bis war's schon. Okay, alles klar. Dann wäsch dich selber. Gut. Nee, das bleibt einfach so. Abbauen.
Feature in Haarfärbung, okay. Dann sind wir eigentlich, ja. Können wir erstmal nichts weiter machen, okay. Wie ist denn das, wenn du jetzt schlafen gehst? Du bist jetzt nicht müde genug, um zu schlafen, okay? Wo ist denn deine Müdigkeit? Das ist zu wenig, echt? Ja, dann müssen wir wahrscheinlich warten. Wir haben nichts zu lesen halt dabei. Wir haben nichts gefunden bisher. Was jetzt? Ist ja langweilig, okay. Die Langeweile holt die Müdigkeit ein, echt? Jetzt kriegt der Herr wieder Hunger, okay. Nein, das war die falsche Taste. Okay, warte mal. Dann gib dir mal einmal Hundefutter, bitte. Öffne eine Dose mit Hundefutter. Und natürlich Essen, ist ja klar. 1 Uhr nachts ist es inzwischen. Es ist, oh du Schande, 50 Unglücklichkeit, echt? Bäm! Riesenunglücklichkeit, ja, mit einmal. Welche sind die Unglücklichkeit? Was sagt die Temperatur? Schön im Auge behalten, ja. 0,5, okay. Unglücklich ist 0,5. Du kannst jetzt schlafen, ja, es wird auch langsam Zeit, es ist 1.10 Uhr. Ja? Ist jetzt nicht, okay? Warum nicht? Ah ja, okay. Man muss natürlich auch aufs Bett schauen, sonst schläft man nicht. Okay. Was singt hier? Durst. Aber habe ich das disabled oder was? Nee, sag ich nicht disabled, okay. Also weil es Nacht war, hast du nicht getrunken, okay. Okay, Problem ist, Haus hat nur einen Ausgang und da waren letztens noch ein ganzer Haufen an Zombies hier. So, mal gucken, ob die noch da sind. Scheint nicht zu sein, okay. Die sind da unten, oder was? Zumindest zwei sehe ich da. Warte mal, machen wir die Tür auf. Nein, lass mal das Fenster zu. Das sind zwei, okay. Halt, so weit musst du nicht rein. Da ist einer in der Hecke aufgestanden. Es war ein Heckenpenner, der hat da geschlafen drin. Blutige Jacke, okay. Was haben wir eigentlich für Schuhe an? Sneakers, okay. Die Schuhe wären besser. Die müsste man halt nur waschen. Dann machen wir das gerade mal. Bevor wir dann aufbrechen, ist es eh noch früh. Okay, erstmal Wasserflasche befüllen und dann, ja. Waschen Schuhe. Damit wir gleich anziehen können. Durch Nest. Anziehen. So, bleiben die Sneakers gerade hier. Temperaturcheck. 37,2. Okay, die steigt. Das ist nicht so gut. Winddichte. Dann ziehen wir das Jeanshemd erstmal aus. Auch noch das T-Shirt an, das ziehen wir auch noch aus. So. 0,21, 0,2, okay. Es sinkt, alles klar. Ist natürlich auch, wenn man halt kämpft und sich bewegt. Das wird wahrscheinlich auch noch dazu beitragen. Unglücklichkeit ist exakt bei 0,5, okay. Guck mal, was da drüben los ist, okay. Weiß nicht, ob das da oben zwei sind. Es scheinen nur... Ne, es sind drei, okay. Dann lassen wir das erstmal. Müssen sie auch erstmal etablieren. Wir haben immerhin schon was? 11 Zombies getötet, okay. Okay. Huch, hier habe ich offen gelassen, echt? Da
machen wir wieder zu. So. Dann lassen wir uns mal überraschen. Hoch, direkt hinterm Baum. Das ist natürlich gut. So, was haben wir denn hier? Hier ist irgendwie was runtergeranztes, okay. Gut, ob da viel zu holen ist, weiß ich nicht, aber vielleicht sind da auch nicht so viele Zombies. Zwei sehe ich schon wieder. Ach du Schande, Leute. Da oben waren wieder tonnenweise. Ich weiß ja, dass diese... Es ist wohl so, dass die Zombie-Horden wachsen bis zum Tag 28 noch. Und dann sinken die wohl langsam wieder. Da unten ist es auch einer gewesen. Ach, guck mal, das Haus ist jetzt offen da unten. Der ist wahrscheinlich rausgekommen, schätze ich mal. Nächster, hier wird nicht gebissen, Junge. Ja, eben. Ja, bevor man plündert, erstmal gucken. Korsett, oh ja. Lange Jeans, Shorts. Was sagen die denn zu der... Die sind thermal natürlich auch nicht so günstig. Aber die Temperatur sinkt. Die könnte man eigentlich anziehen. Okay. Die Medizinerhosen, die packen wir dann einfach erstmal in den Rucksack. Den Rest brauchen wir nicht, okay. Ja, verbessern wir uns wenigstens ein bisschen. Das ist ja auch ganz gut. Okay, bitte einmal zerbrochenes Glas entfernen. Und durchklettern. Gut, wenn ich auch E-Taste drücken, aber hey. Vorhänge zuziehen. Ja, da vorne sind auch Bretter dran, aber kannst du dann die... Ah, okay. Du kannst die Tür auch nicht aufmachen. Interessant. So, was haben wir denn hier für Bücher? Fischen Band 2. Das nehmen wir mal mit. Zusätzliche Zeitschrift. Drüben, Kochen Band 3, Landwirtschaft Band 3, ein Comic-Heft. Senkt auch, halt, da müssen wir das so, halt, eigentlich können wir alles nehmen. Wobei ich den Stift natürlich nach vorne packen muss. So. Dann haben wir auch schwarze Zeichnungen. Achso, ich wollte gerade sagen, was hat der denn alles dabei? Ein Hausschlüssel. Aber hier sehe ich schon einen Schlagstock, ein Beil. Ach du Schande, ist das geil. Eine Axt mit zwei Händen. Ja, dann, warte mal. Nimm mal die 1. So, dann haben wir die jetzt mal hier irgendwo aufgeführt. Ach nee, ich bin im Rucksack. Halt. Jetzt. Platziere mal die Pfanne. Gut. Welcher Schrank war das? Hammer, okay, das ist auch nicht schlecht. Beil, Anbringgürtel links. Kann man den Schlagstock reparieren? Das, ich weiß gar nicht, kann der kaputt gehen? Wir nehmen den mal in den Rucksack. Die Axt wiegt halt 3, das ist halt brutal. Dann machst du hier Anbringgürtel rechts. So. Boah. Yes. Hier gibt es noch einen Haufen Futter. Dose mit Sardinen öffnen. Und essen natürlich. Öffnen und essen, das wäre auch so. Gut. Den Schraubenzieher. Hm. Warte mal, gib mir noch mal den Schrank. Wir packen den mal mit rein. Okay. Kannst du wieder zuklappen. Hast du dir echt gemerkt, dass das aufgeklappt war? Sehr interessant. Was senkt denn in Unglücklichkeit? Nichts. Mhm. Haben wir hier irgendwas, was Unglücklichkeit plus 20? Naja, was ist denn, was bedeutet das eigentlich? Menschliche Kontakte, aber es hat jetzt irgendwie nicht einen negativen Effekt. Frische Milch. Frische Karotten. Lass mir erstmal Regal, getrocknete Kichererbsen und Kidneybohnen. Da könnte man schöne Suppe draus machen. Hm. So, Schrank. Ein Hockeyhelm. Ja, dann den müssen wir anziehen.
Und eine kugelsichere Weste. Krass. Schutz. So, das schauen wir uns mal an. 100% Schutz am Kopf. Ja, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Biss und Kratz. Gebissener Biss ist wahrscheinlich interessanter als Kratz, aber so ist es halt. Okay. Nicht schlecht. Schwarze Lederhose. Und da drüben gibt es noch ein Kfz-Mechanik Band 1. Und noch mehr Zeitungen und Zeitschriften. Ach, Hilfe! Ich habe zu sehen die Tür wieder zugemacht. Weil du hast nichts gehört vorher. Okay. Vorhang auf. Ich will ein bisschen Licht hier drin haben. Ein leeres Notizbuch in diesem gesamten Regal, okay. Hallo? Warum gehst du wieder runter? Hier ist keiner, okay. Wie sieht das mit der Kleidung aus? Geht noch so weit, okay. Eins blutig, naja. Nix. Kannst auch durch den Vorhang. Ist das hier unser Haus gewesen? Ja, genau. Alles klar. Jetzt müssen wir zurückgehen. So. Ja, komm, trink mal die Milch. Na, lecker. Ganzes Kilo Milch. So, dann haben wir hier einen Schrank. Achso, wir haben jetzt die Dose wieder rumstehen. Nochmal in den Schrank. Da kommen jetzt mal die ganze Kleidung rein. Von mir aus auch der Faden. Das dauert alles ein bisschen. So, dann haben wir hier ein Bücherregal. Da können wir auf jeden Fall mal die höheren Bücher reintun. Gut. Schmerztabletten, Schlaftabletten. Eigentlich müssen wir den Schlagstock noch nicht mitnehmen. Platzieren. Leg den mal hier auf die Couch. Weil wir haben ja zwei Waffen dabei. Aber wir haben dann zumindest zu Hause auch eine. Ah ja, das war das mit der Brille, genau. Ja, okay. Dann lassen wir das erstmal so. Was ist hier? Wirklich nur im Prinzip das Notwendigste, was ja auch okay ist. Ach so, ich war noch gar nicht in dem Raum. Das Bad. Und haben wir es da Pflaster. Dann nehmen wir das auch mal mit. Gut. Okay. Wir gucken auf die Karte. Ja, das ist natürlich schon ein ewiges Stückchen weg. Ich denke, das erste ist mal interessant. Diese Häuser. Ich glaube, wir waren sogar in dem grünen Haus. War das nicht sogar mit der Aurelia, wo wir hier durch sind? Das kommt mir so vor. Wir sind irgendwo hier. Irgendwas war hier eine Alarmanlage. Ich glaube, das mittlere Haus. Dann sind wir hier runter geflüchtet. Und dann die ganze Zeit mit dem Hubschrauber. Ja, 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 ja. Und dann hier im Wald verreckt. Die ist irgendwo hier, die Aurelia. Die hat nämlich einen großen Rucksack. Der ist das erste Mal einen großen Rucksack gefunden. Das hat er nicht wirklich lang gehalten. Ich will gerade mal schauen. Und zwar diese Barrikaden, die wir da in dem Haus haben. Wir haben ja jetzt einen Hammer. Ob das uns hilft. Muss man natürlich mal auf den Hammer wechseln. Hast du? Gut.
ich da die Barrikade entfernen kann damit. Ja, tatsächlich, brauchst tatsächlich den Hammer. Gut. Warte mal, dann machen wir das vielleicht auch mit der Vordertür. Hier sind es drei, okay. Dann dauert das entsprechend. Ja, wir werden zu schwer, ich war klar. Wir nehmen ja auch die Bretter auf. Oh, meine Prozente gehen gleich in die Knie. Gut. Ja, guck, da siehst du es rechts schon, geht schon los. Ja, du kannst einfach über den Zaun hüpfen. Kaum. Okay. Alle platzieren. Lass mal einfach mal da liegen. Okay, da oben ist auf jeden Fall ein Zombie. Bevor wir uns dem Geschäft nähern, gehen wir erstmal nur durch die normalen Häuser. Sofern wir reinkommen. Hier sind keine Fenster. So, sieht auch schön aus da oben. Das müsste mal gestrichen werden. Ja, das ist tatsächlich die einzigen Fenster. Okay. Zerlegbares Objekt. Du brauchst noch eine Säge. Alles klar. Dann können sie den Zaun abbauen. Das ist ja lustig. Huch. Ich dachte, sie steht da noch da. Oder ist sie schon wieder weitergezogen? Da ist ein Auto. Hm. Oh, Hilfe. Heute bin ich etwas schreckhaft. Ja, sorry, geht nicht auf. Toll. Gut. Was ist wieder los? Also hier. Das ist die Person gewesen, die draußen war. Durchs Fenster, ja jo. Du bist echt so ein Spezialist. Okay, alles klar. Ich bin durchs Glas gelaufen und dann wurde ich leichtfüßig. Elektrotechnik. Okay, Radiergummi, das ist schon mal nicht schlecht. Da kann man wieder Sachen rausradieren. Das machen wir jetzt instant auf der Karte. Weil wir natürlich hier das nicht mehr brauchen. Ja, Glühlampe und Kabel. Was liegt hier auf dem Tisch? Stoffhetzen, Stricknadeln, Garn, eine Weste mit Rautenmuster. Oh, da kann sie sich ja schön kleiden. Ja, ein Schlafanzug. Hm? Ja, sicher ist sicher. Die Jeans, naja, die kann man erstmal lassen. Eine Obertasche gibt es hier nicht. Ah. Keiner im Bad, okay. Bitte die Wasserflasche füllen. Sekunde. So, wo war ich stehen geblieben? Wir waren hier am Durchgucken der Küche. Gibt es wieder ein bisschen was zu futtern? Okay, das nehmen wir jetzt aber nicht alles mit.
Hunger, Gewicht. Was kann man mit Aubergine und Milch machen? ist erst 13.40 Uhr. Nee, dann werde ich jetzt nicht anfangen zu kochen. Lass mal das erstmal so, wie es ist. Das passt schon. Sieht doch nicht sehr zombie-mäßig aus hier. Da drüben steht wieder ein Einzelner. Also du kannst übrigens mal wieder auf die Axt gehen. Nein, kannst du bitte hier auf den... Eine leere Bierdose. Na gut. Sie schmeckt noch nach Bier. Der Baum hatte gewackelt, aber die wackeln wohl immer mal ein bisschen. Ja, diesmal habe ich auch die Kopfhörer richtig rum auf, nicht mehr bei Fallout. Wir testen mal die Axt. Der Hammer. Ja, okay. Ich wusste ja nicht, dass wir... du Schande. Mal gleich hier eine ganze Meute auf uns aufmerksam gemacht, oder was? Gut, dann gehen wir erstmal zurück. Randy Copley. Ach du Schande, da haben wir auch wieder die glorreich die Tür offen gelassen. Das ist natürlich gut. So, wie sieht's denn aus? Wir haben ja nicht wirklich was mitgenommen, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Noch ein Buch. Ist halt die Frage. Dieses Buch gibt ja erst so Elektrotechnik für Anfänger. Kfz-Mechanik. Ich würde sagen, wir machen vielleicht mal, wir lernen mal Kfz-Mechanik. Genau. Muss natürlich erstmal auspacken. Bevor wir da beginnen. Lernst du? Ah, du lernst. Okay, alles klar. Dann lern schon mal. Jetzt kriegt der Herr Hunger. Okay. 17 Uhr. Wie weit sind wir gekommen? 69. Na gut. So, der Kühlschrank ist schon leer. Was soll man im Gefrierfach? Ein Schinken. Genau. Pack den mal in den Ofen. Den muss man schön warm machen. So, dann machst du den an. Halt, nee, so hier. Einschalten. Wie sind die Einstellungen? Was ist die Temperatur? Komm, wir machen schön heißen Schinken. 300 Grad. So. Okay, Langeweile plus 30, unglücklich minus, auch plus 30. Der ist doch eingefroren. Meistens Rezepte in Scheiben geschnitten werden. Wozu? Den kannst du doch am Stück essen. So, komm. Bin ich mal gespannt, wie man den warm macht, ob das da sinkt. Ne, ist weg. Was macht der jetzt? Ist er nur aufgetaut, oder? So, essen alles. Das ist ja der Hammer. Bitte weiter essen, okay? Ist ja noch lange nicht satt. Wir stehen bei 435, minus 436 Kalorien. Wieso minus? 622, yes! Geil. Da steht ein Radio drauf, oder? Verrottete, ungekochte, ja, okay. Nimm das mal und wir gießen das draußen aus oder so. So. Ausgießen. Gut.
Ja, okay, so soll das natürlich nicht sein. Wasch, kannst den Stiel, ah, den Stieltopf musst du dann nicht mehr waschen, okay? Gut. Ich glaube, der Kühlschrank ist jetzt leer, oder? Gut. Ne, kann man nicht ausschalten, okay. Ja, das passt nicht so ganz dazu. Was haben wir hier sonst noch? Nichts weiter, okay. Ja, dann stellen wir den Stieltopf mit Wasser ab. So. Genau, das passt erstmal. So, wie sieht denn die Wasserflasche aus? Ist schon ein bisschen leer. So, dann waschen wir erstmal alle Kleidung wieder. Und uns. Okay. Mehr wird's heute nicht. So, dann lernen wir noch weiter. Oder nein, nicht fallen lassen. Halt, nimm das mal wieder. Du sollst es auch lesen. Wir bleiben heute Nacht hier und am nächsten Tag geht's dann wieder raus. Wir sind auch noch nicht wirklich müde. Jetzt kommt da was. Das kriegst du tatsächlich noch fertig, wenn ich das richtig sehe. Und Hunger kriegst du, Gott. Ja, ja, ja. Dann müssen wir was essen. Ja, dann nimmst du jetzt mal gepökeltes Fleisch. Ja, wir essen uns ausschließlich fleischlich. Was ist das? Hunger minus 24, sonst nichts, okay. Na ja, gut. Gibt Schlimmeres. So. Kalorienbedarf, Kalorienvorrat, 1000 Kalorien. Gut, so soll das sein. Schlafen, gute Nacht. Gucken, bis wann der Herr schläft. Bis morgens wäre schön. Ja, 7.10 Uhr, das passt. Alles klar, in der nächsten Folge. Wir gehen wieder raus. Ja, wir hatten... Warte mal, hier oben. Ne, wo sind wir? Wir sind hier unten. Hier waren wir, genau. Hier sind relativ viele Zombies. Ja, ich meine, man könnte mal gucken. Wobei, das sind auch, glaube ich, Schusswaffen. Das bringt uns wahrscheinlich alles nicht so wirklich viel. Wir könnten auch nochmal zu dem Haus mit der Alarmanlage gehen. Das sollte ja nicht nochmal auslösen. Keine Ahnung. Müsste man testen. Hatten wir eigentlich schon mal. Aber ob das halt zuverlässig ist, müssen wir noch rausfinden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.